Vorarlberg. Hallo, ich bin Vorarlberg-Reporter Martin Kruger und hier in Höchst an der Brugger Straße kann man wirklich von einer gefährlichen Straßensituation sprechen. Hier brausen die Autos hin und her, da hält sich nicht wirklich jemand ans Tempolimit. Ein Problem ist es für Kinder, die hier die Straße überqueren wollen. Ein Zebrastreifen würde die Situation hier stark entschärfen. Martin Ruf vom Amt für Straßenbau. Warum baut man Kornane? Ein Zebrastreifen als Schutzweg muss gewisse Mindestkriterien erfüllen. Wir haben leider Gottes immer mehr verletzte Fußgänger am Zebrastreifen. Deshalb gibt es hier sehr strenge Richtlinien. Unter anderem ist das eine gewisse Mindestfrequenz, die hier vorhanden sein muss. Das heißt, es muss eine gewisse Anzahl von Fußgängern hier die Straße überqueren wollen. Und weiter müssen zum Beispiel die Sichtweiten gegeben sein. Und wie man gerade da im Hintergrund sieht, wenn jetzt da ein Kind herkommt, ist keine Sicht auf den ankommenden Verkehr. Das heißt, wir würden das Ganze nur noch schlimmer machen, wenn wir da Kinder bevorrangt auf die vielbefahrene Straße schicken. Was kann man jetzt hier an der Brugger Straße machen, damit man die Situation entschärft? Ja, wir haben in relativ geringer Gehdistanz, das sind immer 80 Meter dahinter, ein vorbildlich ausgestatteter Schutzweg, direkt beim Kreisverkehr mit Mittelinsel, hell beleuchtet und in einem geringen Geschwindigkeitsbereich von den PKWs, weil die ohnehin stehen bleiben müssen im Kreisverkehr. Das Sicherste wäre, Fußgänger, insbesondere Kinder, auf dieser Straßenseite da vorzubringen und vorne eigentlich sicher queren zu lassen. Ja, Ziel ist es natürlich, dass die Kinder in Zukunft diesen vorbildlichen Gehweg benutzen können. Das Problem ist nur, dass der Gehsteig dorthin hier ein sehr abruptes Ende nimmt. Die Gemeinde versucht natürlich jetzt durch Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer eine Einigung zu finden, dass hier vielleicht doch der Gehweg weitergeführt werden kann, dass die Kinder in Zukunft sicher über den Zebrastreifen gehen können. Antenne Vorarlberg!